Deine Gitarre mag einfach nicht gestimmt bleiben. Was macht man da? Herzlich willkommen bei Gitarre lernen online. Heute erfährst du die 5 wichtigsten Tipps, damit deine Gitarre ja immer gestimmt bleibt. Tipp Nummer 1. Eine der häufigsten Ursachen, weswegen sich eine Gitarre verstimmt, ist, dass die Saiten zu alt sind. Ja, leider ist es so. Alte Saiten machen die Gitarre bundunrein oder auch oktavunrein. Was bedeutet das bundunrein? Eine Saite spannt sich vom Sattel bis zum Steg und genau in der Mitte ist der 12. Bund. Wenn wir die offene Stimmung haben, E, A, D, G, B, E, ist das genau am 12. Bund dasselbe E, A, D, G, B, E. Ob eine Gitarre bundrein gemacht werden muss bzw. nachjustiert werden muss, sieht der Gitarrenbauer, also wenn man die Gitarre zum Servicen hinbringt, daran, dass wenn du jetzt ein E spielst, zum Beispiel, dann sollte das im Stimmgerät genau in der Mitte sein. Wenn du es jetzt am 12. Bund spielst, wenn es jetzt wieder genau in der Mitte ist, dann ist die Gitarre bundrein. Ältere Saiten tragen also wesentlich dazu bei, dass eine Gitarre nicht mehr bundrein sein kann. Das bedeutet auch, dass wenn du zum Beispiel jetzt hier oben einen Akkord spielst, dann klingt der dann in Wahrheit so. Das ist mit älteren Saiten oft der Fall. Was bedeutet alt? Je nachdem, ob sie beschichtet oder unbeschichtet sind, also sehr marken- und materialabhängig. Bei täglichem 1-2 Stunden Spielen sind unbeschichtete Saiten nach einem Monat alt und beschichtete nach 2-3 Monaten. Das ist so grober Richtwert. Zweiter Punkt, weswegen sich die Saiten so oft und schnell verstimmen. Du stimmst verkehrt. Probier mal, von unten nach oben zu stimmen. Nehmen wir wieder unsere E-Saite. Nehmen wir an, sie ist jetzt viel zu hoch gestimmt. Sehe ich hier, wenn ich runter... Okay, jetzt bin ich gestimmt. Jetzt spiele ich ein bisschen... Und was passiert jetzt? Ich bin zu tief. Warum ist das? Weil ich die Saite von oben nach unten stimme, ist hier immer am Sattel eine gewisse Reibung. Das heißt, wenn du Gitarre stimmst, solltest du immer von unten nach oben stimmen. Also tiefer anfangen, raufdrehen. Okay, und jetzt kannst du die Saite ziehen und dehnen und strecken und bänden und sie wird immer gestimmt bleiben am E. Nächster Punkt. Bei älteren Gitarren oder lustigerweise fabriksneuen Gitarren macht es Sinn, die Mechaniken ein bisschen nachzuziehen. Du hast hier normale Schrauben und diese kannst du einfach mit einem Schraubenzieher ein bisschen nachziehen. Und wenn du deiner Gitarre noch was Gutes tun willst, um die Stimmung zu verbessern, kannst du auch sogenannte Locking Tuner einbauen. Bei dieser Gibson Les Paul waren sie sogar standardmäßig drauf. Was sind Locking Tuner? Du hast hier hinten Einstellschrauben, die kannst du nochmal extra drehen. Was passiert dann? In der Mechanik selbst wird ein Stift hochgeschoben, der die Saite nochmal komplett befestigt. Somit würde die Saite sogar in der Mechanik bleiben, ohne dass man sie herumwickelt. Was auch nicht zu verachten ist, nächster Punkt, hochwertige Saiten. Als Empfehlung Ernie Ball, Kurt Mangan, D'Addario oder die sehr teuren, beschichteten Saiten Elixir. Mit denen kannst du wirklich nichts falsch machen. Es sind vielleicht einige unter euch, die sagen, Ernie Ball, ich spiele mein Leben schon Ernie Ball, ich muss sagen, preis-leistungsmäßig sind die Saiten großartig. Für Akustikgitarre empfehle ich übrigens die Martin, die spiele ich auch seit immer schon, Phosphor-Bronze, 12er Saiten. Ich finde die Phosphor-Bronze-Saiten übrigens besser als die nur Bronze-Saiten. Erstens halten sie länger und zweitens verlieren sie nicht so schnell ihre Transparenz. Kommt mir vor. Ist aber nur ein persönliches Empfinden. Bei E-Gitarren greife ich gern zu 10er-Saiten. Also sie sollen robust sein und sie sollen aber sich noch gut benden lassen. Ich bende gern 1,5 Töne auch und es geht mit den 10er-Saiten einfach am einfachsten. Und letzter Punkt, der Sattel. Der Sattel ist bei Billiggitarren vor allem meist aus Plastik und wird nur irgendwie geschliffen, sodass die Saiten gerade reinkommen und schon verkauft. Es macht also durchaus Sinn, dass du zu einem Gitarrenbauer gehst und sagst, hey, könntest du mir da ein bisschen die Schlitze für die Saiten fein schleifen. Es gibt auch Spezialfeilen, die eben abgerundet sind. Sie dürfen nicht kantig sein, so wie die aus dem Baumarkt meist. Es sind Spezialfeilen, die eben rund sind, so dass die Saiten überall gleich anliegen. So hast du die ideale Schwingungsübertragung und damit auch Stimmung. Und vor allem ist es dann wichtig, wenn du dich für eine neue Saitenstärke entschieden hast.
Vor allem bei Akustikgitarren. Die meisten werden automatisch mit 12er Saiten verkauft. Wenn du jetzt sagst, na, ich hätte gern ein bisschen dickere Saiten, dann passen sie nicht genau in die Schlitze rein. Das heißt, du musst da ein bisschen nachfeilen lassen. Aber dann bleib bei der Saitenstärke. Wenn sie dünner sind, kann es sein, dass du dir einen neuen Sattel zulegen musst. Sind nicht teuer, aber wenn du dir einen neuen zulegst, würde ich dir auf jeden Fall einen Sattel aus Knochen raten. Der überträgt einfach die Schwingung am besten. Das war's wieder für diese Woche. Danke fürs Dabeisein. Mein Name ist Alessandro Miller. Habt eine schöne Woche und bis nächsten Mittwoch.